Hallo Herr Baruna. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alice 19 meets Reality. Den ignoriere ich jetzt einfach mal kurz. So laut hier. Ja. Den habe ich nicht gehört. Im Spiegel ist er auch nicht zu sehen, also kann ich, habe ich ein gutes Alibi. Darf ich noch nicht nach hinten gucken. Steht ja immer noch da hinten. Ey. Was will denn der von mir? Mist. Muss ich wohl gleich doch mit ihm sprechen. Ey. Aber vielleicht will er auch nur Holzkohle haben. Ah, ich tu mal so, als würde ich ihn jetzt gesehen. Mal gucken, ob ich da durch bin oder ob ich da nochmal muss. Sieht gut aus. Der wartet wirklich auf mich, ey. So ein Mist. Jo, Hallöchen. Ja, guten Tag. Hi. Ich hätte einen Steuerbescheid für Sie dabei. Achso, schön, dass Sie mich besuchen, wollte ich sagen. Aber dann natürlich, Ja, Sie sehen doch, wir haben jetzt unser neues Fahrzeug bekommen. Ja, das muss bezahlt werden, ne? Da haben Sie wohl recht. Wir haben ja sogar ein Büro mit dabei. Mit Laptop und Funkgeräten, das ist alles teuer. Naja, da sieht man mal, wo die Steuergelder wieder hingehen, ne? Heide Bimbam. Jeden Schnickschnack hier drin, den man braucht. Nicht braucht. Sie haben es doch gesagt, den man braucht. Ja, warten Sie mal kurz. 4000 Euro waren das. Hm. Na, warum ist das Blinklicht überhaupt an, Sir? 4000? Ja. Überweise ich Ihnen direkt. Jo, dann kann ich das verbuchen als bezahlt. Prüfen mal schnell hier. So, ja, ist eingegangen. Jo, brauchen Sie mal wieder Holzkohle? Ja, brauchen wir auch. Ich müsste aber mal nachgucken, wie viel da gerade vorhanden ist. Ist einiges, das weiß ich. Ja. Wie viel müsste ich gucken? Jo, kein Problem. Gut. Da müsste man vielleicht dann eine Ausschreibung machen, dass das geliefert wird. Ja, darum müssen Sie sich kümmern. Ja, machen wir dann. Jo. Und passt es. Dann melde ich mich später, wie viel das genau ist. Jo, machen wir so. Mach mal runter. Guten Tag. Ebenso, tschüss. Machen Sie die Tür noch zu. Ja, das ist eine automatische. Ach so. So. Steuergelderverschwender hier. Stelle ich gerade mal den Düngestreuer ab, wechsel wieder die Räder. Nee, warte, ich fahr kurz zum Sägewerk. Kann ich gucken, was das, wie viel
viel Zeug wir da rumstehen haben. Ich glaube, das ist inzwischen einiges an Holzkohle. Und es ist halt Geld. Oh ja. Ja, warte mal. 4, 7, 7 Holzkohle. Sieben und fünf. Und schon wieder 12 Paletten. Ruf ich den gleich an. Herzlich willkommen bei der Gemeinde Grünfelder Land. Wir haben nun folgende Auswahlmöglichkeiten. Sprechen Sie die 1 für die Polizei, die 2 für die Staatsanwaltschaft, die 3 für das Wasserwerk und die 4 für das Finanzamt. Bitte treffen Sie nun Ihre Auswahl. Ich habe vergessen, dass die 3 waren. Herzlich willkommen bei der Gemeinde Grünfelder Land. Wir haben nun folgende Auswahlmöglichkeiten. Sprechen Sie die 1 für die Polizei, die 2 für die Staatsanwaltschaft, die 3 für das Wasserwerk und die 4 für das Finanzamt. Bitte treffen Sie nun Ihre Auswahl. 3. Hallo, Trissa hier vom Wasserwerk. Sie wünschen? Ich hatte gesagt, dass ich mich melde wegen der Mist, wegen den Dings da hier, Fallera. Holzkohle. Ja, genau. Ja. 12 Stück wären's. 12 Stück, okay, ja, das rentiert sich schon. Dann lasse ich die abholen. Brauchen Sie dann wieder eine neue Plattform? Es steht noch eine da. Ah, okay. Könnte ich dann befüllen, aber wahrscheinlich erst übermorgen oder so. Jo, kein Problem. Geben Sie dann Bescheid, wenn es beladen ist. Jo, mach ich. Und dann schicke ich jemanden vorbei. Gut. Jo, schönen Tag. Ebenso, tschüss. Tschüss. Jetzt müssen wir erstmal, ich muss nämlich erst das Feld ansehen. Das ist viel wichtiger, wie dass ich hier jetzt die Holzkohle parat stelle. Mal Attacke hier. Zeit ist bekanntlich Geld. Der Waschbetonplatte, ey, da drehen die Räder immer durch. So, dann hauen wir da. Ich weiß gar nicht, was ich da drauf machen soll. Ich glaube, ich mache Dinkel auf das Feld. Den Jürgen wollte ich noch fragen wegen dem Raps, ob der den jetzt haben will. Aber ich vermute.
guck mal, der zahlt mir nicht so gut. Das Gute ist, auf dem Trecker hat man immer Zeit. Kann ich den gleich in Ruhe anrufen? Mist. Na egal, machen wir halt nochmal Mond drauf. Sei hier. Hallo? Jo, Jürgen, ich hätte noch, ich glaube, 38.000 Liter Raps. Wollt wissen, ob du den brauchst oder nicht? Ja, was du zahlst. Brauchen, ja. Zahlen? Nix. Nee. Weißt du, was du nicht mal kannst, ey? Ich guck mal kurz den Kurs. Guck mal nach dem Kurs. 600. Nicht veralbern. Hä? 600. Da willst du mich veralbern? Nee. Junge, das ist meine Wiese, ne? Das weißt du schon. Ich hab keine Zeit zum Anhalten. Aber dann holst du ihn auch selber ab. Kannst du machen. Gut. Tschüss. Gut. Wo hast du den denn? Am Hof. Silo. Hast du einen Anhänger unten? Könnte sein. Kannst du mir den ganz kurz leihen? Kannst, wenn er da steht, ja. Wenn nicht, dann steht er irgendwo beim Sägewerk. Cool. Und Joskin. Den kleinen. Gut, wann ist denn jetzt eigentlich die Gemeinderatsvorstellung nochmal? Ich hab den Zettel verlegt. Übermorgen. Okay. Ich hab den Zettel verloren. Ah, du Held, du. Gut. Also. Okay. Tschüssi. Bis mal. Tschüss. Warte mal, ich muss nochmal kurz checken. Ja, 38. Ja, 22.000 werde ich ungefähr kriegen. Passt schon. Ich habe mir überlegt, ob ich die Sojabohnen nicht doch verkaufen soll. Ich meine, wenn die falsch kalkulieren, kann ich ja nichts dafür. Das Problem ist, ich habe da eine mega Einnahme und werde darauf natürlich auch mega Steuern zahlen müssen. Das ist der Nachteil. Jo, Volker hier. Guck mal auf dein Konto. Jo. Jo, passt. Danke. Jo. Bis dann mal. Tschüss. Sogar 1000 mehr gekriegt. Ich hoffe, dass ich das Feld hier rechtzeitig fertig angesät bekomme. Eigentlich müsste ich das andere Feld auch nochmal düngen.
Aber ich weiß nicht, ob ich das, das kriege ich wahrscheinlich nicht mehr hin. Zeitlich. Schauen wir mal. Mal dann gucken. Volker war ohne, hallo? Hey Volker, diese hier. Hi. Hi, hör mal, einer deiner Tiefenlocker steht noch bei mir auf dem Hof. Ja, du wolltest den zum Jürgen bringen zur Wartung. Eigentlich ja, beide. Stimmt ja. Aber den einen hatte ich ja schon abgeholt. Ja, weil du den ja nötig hattest. Jo, wo der allerdings gerade steht, weiß ich gar nicht. Jetzt nochmal auf ein anderes Thema umzusteigen. Hm. Habe ja jetzt letzten Monat, habe ich halt die 54 erreicht. Ich habe vor, heute Abend noch eine nachträgliche Geburtstagsfeier zu halten. Das wird knapp. 19 Uhr habe ich extra gesetzt. Das wird nicht hinhauen. Echt? Vermutlich. Oh. Ja, weil wir heute Abend nochmal Gemeinderatssitzung haben mit allen Bewohnern. So. Also demnächst. Übermorgen. Muss ich vielleicht eher aufs Wochenende legen. So. Warte mal, der Tressler ist eben hier. Leg da mal auf, Volker. Jo. Man sieht sich vielleicht heute Abend. Jo. Ist der alte Sack schon. Ja, die Sonne ist auch schon am Untergehen, ey. Wie viel Uhr haben wir denn? 18 Uhr. Ja. Ja, das wäre zeitlich viel zu knapp, da kann er ja gar nicht, kann man ja gar nicht ausgelassen feiern. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.